Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier in Sanctuary Hills und es geht sofort weiter. Wohin geht's als nächstes? Oh, wer folgt uns denn da? Oh, Kate. Ich habe immer Zeit für dich, mein Schatz. Ja, okay, das ist nett. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Ich habe Schöner Tag. Wo geht's hin? Wer hat das gesagt? Piper. Schöner Tag. Wo geht's hin? Ja, Piper, müssen wir doch auch irgendwann mal wieder mitnehmen. Aber unser Herz liegt an Curry. Curry, wo ist sie denn? Okay, an dieser Stelle, David Nitka, du hast geraten, du hast den Tipp gegeben. Ja, natürlich, wir können zum... Wenn du arbeitest, kannst du essen. Dann kann man essen, wenn man arbeitet. Aber wenn man arbeitet, soll man arbeiten. David Nitka, vielen Dank. Du hast in die Kommentare geschrieben gestern, dass wir die Aufsehersuche nutzen könnten über einen Vault-Tec-Terminal. Und das machen wir jetzt. Ich bin absichtlich jetzt nicht in Sanctuary Hills zum Vault-Tec-Terminal gegangen, weil ich weiß, dass Sanctuary Hills immer so ein bisschen, ja, verbuggt ist oder so. Ja, jetzt gerade ging es, aber manchmal... Will man an ein Terminal und dann steht man vor der Schaufensterpuppe oder so. Und so ein Terminal sollten wir eigentlich in jeder Siedlung haben. Also normalerweise. Aber wo könnte er hier sein? Hier ist nichts zu sehen gerade. Muku. Okay. Ja, wir wollen natürlich wissen, wo Curry ist. Ich mach mal hier das Baumenü an, damit nicht alle immer so viel reden. Ich möchte nämlich reden und das bringt mich dann doch immer ein bisschen raus, weil ich ja hören will, was die Leute dazu sagen haben. Hier ist irgendwas kaputt. Reparieren. Ja. Das hier ist auch kaputt. Reparieren. Warum ist denn das kaputt? Sans ist noch heile. Ja, da hätte er ruhig ein bisschen solidarisch sein können und die anderen reparieren können. Und die sind auch in Ordnung. Ja, vielen Dank für den netten Kommentar und den guten Tipp, David Nitka. Wir gucken da mal. Ja, ansonsten, wir hätten noch die Abernathy Farm in der Nähe. Da wüsste ich jetzt auf Anhieb spontan auch nicht, wo da ein Terminal stehen könnte. Also in Sanctuary Hills wüsste ich so ungefähr, wo ein Terminal steht. Vielleicht gehen wir da doch nochmal zurück. Also, ich möchte jetzt Curry nicht sofort abholen, denn ich wollte noch einmal zum Flughafen in Boston. Wer die letzten Flughafen-Boston-Massaker verfolgt hat, weiß, worum es da geht. Denn der Flughafen ist ziemlich voll. Und deswegen dachte ich, machen wir da mal einen kleinen Abstecher hin. Ja, ich finde jetzt gerade das Terminal-Teil nicht. Bestimmt haben wir eins. Wir haben mit Sicherheit in jeder Siedlung eins. Och, wir gehen doch mal. Wir riskieren es einfach mal und gehen nochmal zurück nach Sanctuary Hills. Ja, kann ja schon mal passieren, dass man nicht mehr weiß, wo die Sachen sind, die man vor 2, 3, 4 Jahren irgendwo hingestellt hat. War ja auch eine andere Zeit damals. Versuchen wir es hier nochmal. Terminal, 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 Aufseher, Terminal. Vault-Tec Terminal heißt das Ding. Ah, ja, das steht noch da. Wie wir es dahingestellt haben. Vault-Tec Bewohnerverwaltungssystem ist das Ganze und wir suchen unsere gute Curry. Es kann natürlich sein, dass uns auf VIP-Suche zugreifen. Es kann natürlich sein, dass wir den falschen Ort angezeigt bekommen. Da weiß ich nicht mehr, wie das war, aber ich glaube, das kann durchaus auch mal passieren. Curry anzeigen. Achso, Curry haben wir also. Und dann gucken wir uns das mal an. Tatsächlich. Ja, weil ich glaube, dass auch das verpackt sein kann. Hier gerade in Sanctuary Hills. So, wir gucken mal auf die Karte. Scrollen mit der
funktionierenden Maus raus, wo das Scrollrad funktioniert, und sehen, dass... Ist das Curie hier? Pier der Küstenwache, was macht sie denn da? Fischreiher, Touren, Yachthafen, ja, das kann sein, dass sie da irgendwie... Ach, da wird der Bunker doch sein, oder? Nein, der Bunker ist... Moment mal. Hier haben wir Oberland Station, dann müsste... Genau, hier ist der Bunker. Kann das sein, dass der Bunker unterirdisch so groß ist, dass sie hier irgendwie gelandet ist, unterirdisch? Denn das sieht mir auch gar nicht so richtig blendend aus. Das, also, ja, jetzt schon. Ja, jetzt blinkt es normal. Okay, es sah gerade so ein bisschen ausgegrünt aus. Wir aber, liebe Welt da draußen, sind noch nicht am Ende der Siedlungstour, wie ich es schon angekündigt hatte in der letzten Folge. Nein. Wir fangen auch nicht nochmal von vorne an. Nein, wir sind noch nicht in Far Harbor gewesen. Ja, also Nuka World hatten wir ganz am Anfang. Das war eine unserer ersten Siedlungen. Was machst du hier? Was für mich ein guter Tag ist? Donnerstag. Einer, der ohne leeren Magen endet. Ach so. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Na klar. Wir haben hier jemanden gefunden, der von Sanctuary Hills nach Red Rocket Raststätte geht. Und ja, das passt doch. Das kann er ruhig machen. Wir suchen ja immer noch den, der von Sanctuary Hills zur Dunkelwasserbaustelle oder umgekehrt geht. Also von der Dunkelwasserbaustelle nach Sanctuary Hills. Ja, das wäre noch interessant, so einen zu finden. Ob wir das jetzt schaffen, zum Bostoner Flughafen zu kommen, ohne Plan? Ich bin zuversichtlich. Ich glaube, das wäre im Bereich des Machbaren für uns. Wow, wir sind ja schön schnell, wenn wir so leicht sind. Oh, wir haben irgendeine Krankheit. Falsch abgebogen? Mitnichten. Nein, ich gehe auch gerne, ich gucke mir gerne die Gegend so ein bisschen an. Ich wollte jetzt nicht bei Hangman's Alley unbedingt vorbei. Ich dachte, wir gehen über Starlight Drive-In so ein bisschen. Also nicht direkt über Starlight Drive-In, aber das so ein bisschen schneiden. Da sehen wir ein bisschen mehr von der Gegend. Also ich möchte erstmal das Meer sehen. Naja. Nicht den Strand, wisst ihr, aber so schon das Meer. Obwohl, zum Strand könnten wir eigentlich auch sehen. Auch gehen. Was ist denn der Unterschied zwischen Strand und Meer? Naja, das Meer sieht man schon vorher. Der Strand ist ja so ein bisschen, da muss man schon richtig nah rangehen. Und das Meer kann man ja schon sehen, wenn man da rüber guckt, und da sind keine Bäume mehr. Dann kann man vermuten, keine Bäume mehr, also ist da das Meer. Naja, das wird auch immer sparsamer. Mit dem, was ich da sage, so. Also, auf zum Flughafen. Mal sehen, was die da so machen. Naja, die stehen da rum und warten darauf, dass irgendwas passiert. Wahrscheinlich langweilen sie sich. Oh, haben wir hier eine Zufallsbegegnung. Was machen denn die Brahmine da? Ist das die Brahmin-Händlerin? Nicht ablenken lassen, nein. Es gab eine Händlerin, die rannte dann aber irgendwie... Ach man, die hatte so zwei oder drei verschiedene Plätze. Zwei, glaube ich. Gefunden hatten wir sie zum ersten Mal bei Jamaica Plain. An so einer Werbetafel. Unter so einer oder hinter einer... Ja, unter einer Werbetafel. Hier ist nämlich auch eigentlich doch immer was gewesen, so zufällig. Aber heute war zufällig dann mal nichts, okay. Ja, und dann haben wir sie aber auch in der Nähe vom Teffington Bootshaus. Ja, ich glaube so... Teffington Bootshaus Covenant, irgendwie da so die Ecke. Da hatten wir sie dann auch schon mal gefunden. Aber wir waren letztens da am Teffington Bootshaus, da habe ich sie nicht gesehen. Wir waren aber auch in Jamaica Plain und da habe ich gar nicht nachgesehen. Ja, so viel zum Thema. Wir streifen so ein bisschen Starlight Drive-In. Ich weiß, wie die Worte sind. Das dauert nur, bis sie durchgedrungen sind. Rekrutierungsfunkleitstrahl verloren. Ja, dann ist doch irgendwo noch was an. Ach, wir haben ja auch in der Red Rocket Raststätte, da waren wir doch gerade. Da haben wir den ja auch nicht abgebaut. Sollten wir einlagern, das Ding? Sonst werden das ja immer mehr Siedler statt weniger. Und wir wollen ja, dass das Ganze ein bisschen stabiler läuft. Wobei es ja in letzter Zeit wunderbar läuft.
Nochmal zurück zu unserer Siedlungstour. Die nehmen wir nochmal auf. Die letzten Siedlungen gucken wir uns dann auch noch an in Far Harbor. Jetzt natürlich nicht in dieser Folge. Die hat schon die Hälfte wieder. Über die Hälfte. Aber so in einer der nächsten Folgen geht es nach Far Harbor. Ich weiß nicht, ob wir Curie mitnehmen oder nicht. Erstmal wäre es für mich schon mal sehr, sehr gut, wenn ich wüsste, wo Curie überhaupt ist. Das Fleisch nehmen wir mal mit. Wenn wir wenigstens sehen, wo sie ist. Wenn wir wissen, wo wir sie nachher dann abholen können. Denn natürlich, wenn es weitergeht in der Geschichte, wer wird dabei sein? Entweder Preston oder Curie. Ich tippe mal auf Curie. Das hier ist nicht zu verwechseln mit dem Meer. Das ist zwar auch Wasser, aber das heißt anders. Ach so. Moment. Es ist irgendwie ein bisschen wackelig, oder meine ich das nur heute, die Kamera? Und die Maus reagiert auch nicht so gut. Ist da... Moment. Irgendwas mit der Maus nicht in Ordnung schon wieder? Nee, das kann ja nicht sein jetzt. Also, zum Thema Maus habe ich das jetzt auch mal so gemacht, weil ich, wenn ich hier arbeite, Bildbearbeitung oder Filmschnitt oder was auch immer mache, dann ist das natürlich auch, es geht gar nicht ohne Mausrad. Ihr wisst ja jetzt so, die alte Maus, die hat den Dienst ziemlich versagt. Die, ihr wisst schon, die mit Charakter, die Maus, die jahrelang immer dabei war. Oh. Die wir jahrelang immer hatten. Und dadurch hattest du, Zacki, hattest ja schon eine Spende für eine neue Maus, eine großzügige Spende für eine gute neue Maus dagelassen in einem Livestream. Vielen Dank nochmal. Und eine Zwischendurch-Maus habe ich mir dann schon geholt, aber die Spende liegt noch da. Wenn ich das Geld mal von O2 wiederbekomme, dann und demnächst dann einkaufe, dann werde ich mir eine vernünftige Maus kaufen. So ist es leider so, dass ich eine Übergangsmaus mir gekauft habe, die nicht ganz so teuer war. Und ja, da funktioniert das Mausrad gut. Ach, ihr kennt ja die ganze Geschichte. Das Mausrad funktioniert gut. Die Maus aber an sich, ja, die macht das hier. Oh, das ist eine Todeskralle. Oh, das müssen wir doch sehen. Die macht das hier. Ja, also ich kann damit nicht arbeiten, ja. Also wenn ich die anhebe, dann muss ich die 10 cm vom Tisch weghalten. Ich weiß nicht, wer solche blöden Mäuse entwickelt. Der Rest ist gut, außer dass die RGB, diese Dioden, diese Lichter, die da drin sind, außer dass die schon den Geist aufgegeben haben. Also, na ja, gut, da sieht man es, war nicht so besonders teuer, das Ding. Das war jetzt aber riskant. Ich wollte sein Ei. Oder ihr Ei. Ich hätte was gesehen. Legen wir los! Nein! Wer macht denn das? Du könntest dich verstecken, was? Ja, hab ich doch. Wie, du auch hier? Ach, du bist ein Siedler. Wo kommst denn du her? Spürst du das? Das nennt man Angst. So nennt man das. Dieses Mal. Ja, wo kommst du überhaupt her hier? Hä? Was bist du für eine? Ich will nur ein bisschen handeln. Schieß los! Haben wir hier eine Siedlung übersehen auf unserer Tour? Oder was ist in der Nähe? Ist hier Bunker Hill ist in der Nähe? Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung, wo der Typ herkommt. So, ich war bei der Maus noch. Ja, diese Billigmaus ist wirklich, naja, die Dioden haben den Geist insofern aufgegeben, als dass jetzt... Na, sie hat so nervig geblinkt. Das war wirklich nicht schön. Und ich habe auch geguckt, ob es da irgendeine Software gibt, damit man das irgendwie ausschalten kann oder steuern kann. Habe ich nichts gefunden. Ja, Bunker Hill ist in der Nähe. Und sie hat auf jeden Fall... Die Dioden haben immer unterschiedliche Lichter von sich gegeben. Zwar irgendwie schön, aber ich finde es eigentlich mehr störend als, naja, ich bin ja da und gucke mir nicht die Maus an, wie schön die leuchtet, sondern ich will ja arbeiten und alles, was da in der Nähe dann blinkt oder mich blendet oder
Irgendwas, das sind alles nur Ablenkungen, die nicht sein müssen, finde ich jetzt. Also, war das sowieso schon mal ein Minuspunkt. Aber die Dinger sind kaputt, das leuchtet jetzt im Stand, also das leuchtet durchgehend durch jetzt die ganze Zeit. Ich habe es auch mal abgenommen und wieder angeschlossen, daran liegt es auch nicht. Es ist einfach, ich weiß nicht, wie lange die gehalten hat, jetzt vielleicht eine Woche oder was, bis die Dioden kaputt waren, diese Funktion. Also, ja, das Einzige, so, um was Gutes über die Maus sagen zu können, diese Zwischendurch-Maus, diese billige, das einzig Gute ist, dass das Mausrad funktioniert. Nicht gut, aber es funktioniert. Aber wir können was essen und trinken. Und daher, ich habe in der Schublade dann irgendwie durch Zufall, ich habe irgendwas anderes gesucht, ein Handy, Ladegerät oder irgendwas, keine Ahnung mehr. Und ist auch unwichtig. Und dann habe ich schon wieder dieses eklige Ding vor mir. Haben wir denn nichts Schöneres? Ich will was Leckeres sehen. Ja, Blähfliegen. Wie heißt das? Blähfliegenfleisch, ja, zum Beispiel. Und, habe ich schon zu Ende erzählt, dann war in der Schublade eben eine Maus, mit der ich jetzt hier, die ich jetzt benutze also, die hat gut funktioniert, außer dass wir immer noch Hunger haben. Außer, genau, dass das Mausrad nicht funktioniert. So, jetzt habe ich es endlich. Und schwuppdiwupp, dann habe ich das jetzt eben so gemacht, dass ich die Maus jetzt benutze zum Arbeiten. Und wenn ich das Mausrad brauche, dann habe ich die zweite Maus auch angeschlossen. Das funktioniert sogar ganz gut. Hätte ich gar nicht gedacht, wusste ich anfangs. Ja, irgendwann habe ich es bestimmt schon mal gewusst, aber ich habe es nie gemacht. Zwei Mäuse. Das sind ja auch zwei Monitore. Naja. Ich habe ja auch zwei Hände. Okay, das ist ein Argument. Aber jetzt benutze ich halt diese Maus hier zum Arbeiten. Das funktioniert ganz gut. Und die andere eben für das Mausrad. Auch zum Arbeiten also. Da muss ich halt immer umgreifen. Und das wird wahrscheinlich sehr interessant, wenn dann die neue Maus mal da ist. Und ich nicht mehr umgreifen muss. Und wenn ich umgreifen will, greife ich da ins Leere. Ich hoffe, bis Starfield rauskommt, werde ich das Ganze geregelt haben. Aber nun, ja, man denkt ja optimistisch, aber ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wie lange ich schon mit O2 jetzt im Clinch bin. Und so, naja, das ganze Theater ist wirklich ein Theater. Es ist wirklich wieder unglaublich, was da alles passiert ist mit der Telefonnummer. Ich hatte da ja auch im Community-Tab eine, mal so ein kurzes Statement dazu abgegeben, weil ich zeitweise ja auch nicht nach YouTube und ja, nach Google im Allgemeinen, auch meine Kalender und nix, ich konnte auf gar nichts mehr zugreifen, weil die Nummer weg war. Das war das Erste, was ich dann regeln konnte, zum Glück über einen anderen Browser und also, das wird jetzt alles ein bisschen viel, das werde ich in der nächsten Folge morgen nochmal angehen, das Thema. Denn jetzt habe ich es angefangen. Das interessiert euch vielleicht, wie ich da rausgekommen bin. Ist vielleicht für den einen oder anderen, dem Ähnliches passiert, ist das vielleicht auch mal ganz interessant, was jetzt eigentlich los ist. Nummer weg. Und warum ist die Nummer überhaupt weg? Können wir auch mal drüber reden. Nochmal. Ich glaube, in Livestreams habe ich das Thema auch schon breit getreten, aber ja, sowas ist immer ärgerlich. Und das Ganze läuft jetzt schon seit, ich meine, im April war das letzten Jahres. So, wir sind aber am Ende der Folge. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg zum Flughafen. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. In dieser Folge haben wir immerhin Hestas Haushaltswaren, Haushaltsroboter. Ach, da ist der Flughafen. Ja, so ganz der richtige Weg, also nicht. Hestas Haushaltsroboter gefunden. Also bis hierhin sind wir gekommen und hier oben hin wollen wir. Also eigentlich schon vorbeigelaufen. Wir hätten es sogar schaffen können. An der Railroad sind wir irgendwie falsch abgebogen. Gut, Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.